So, wir sind jetzt hier am Fährhafen und ja, fahr nach Norwegen, haben sie gesagt. Fahr hinter die Lofoten, haben sie gesagt. Da ist kaum einer. Ja, von wegen. Also ich bin gespannt, ob wir überhaupt noch auf der Fähre draufkommen oder auf die Fähre draufkommen. Camper ohne Ende und das sieht aus, als wenn die gleich fahren. Das heißt, um 7 fährt die nächste Fähre. Das ist dann in 3 Stunden. Und dann hoffen wir, dass wir draufkommen. Ja, da steht der Eumel. Und schauen wir mal. Also im Moment ist eine Spur leer und wir stehen in Spur 5. Das ist witzig, dass man LED auf dem Video nicht sieht. Also, die Linie 360, 17.05 Uhr, um 15 Uhr, die war voll. Und danach nochmal um 20.24 Uhr circa. Und diesmal haben wir, denke ich, gute Chancen drauf zu kommen. Ne? Ja, da seht ihr, ups, da ist der Eumel. Haben wir also gute Chancen drauf zu kommen. Stehen in Reihe 1 und 5 Reihen gibt es. Und dann zeige ich euch mal, wo wir vorhin standen, als wir gekommen sind. Mal schauen, ob die Schlange genauso wieder ist. Ja. Also auf Höhe ungefähr da hinten das braune Haus. Da haben wir vorhin gestanden. Also fahr nach Norwegen. Da sind keine Leute um die Jahreszeit. Nee, nee. Hier ist alles voll. Aber jetzt fahren wir dann wieder in Gebiete, wo hoffentlich weniger sind. Und zwar zeige ich euch das mal eben. So, und zwar landen wir oben mit der Fähre, fahren hier runter, da runter, da runter, da runter. Da habe ich gerade schon geguckt. Da sind ein paar kleine Plätze. Da muss man natürlich gucken, inwieweit die besetzt sind. Da hat man die Möglichkeit, von Land aus auch Seeadler und Wale zu sehen. Aber das müssen wir schauen. Das ist hier diese kleine rote Straße. Die, da fahren wir dann mal rein. Und vielleicht machen wir auch morgen hier mal so eine Wanderung. Weil morgen soll es schön sein. Aber mal schauen, wie es ausschaut. Es ist Wochenende und morgen soll gutes Wetter sein. Das Wetter, ich zeige euch das mal. Hier im Hafen, die Sonne kommt langsam raus, was ja witzig ist. So. Und es ist wirklich langsam schön. Die Leute sitzen draußen. Ja, es war sogar so vorgestern, wurde es um 3 Uhr nachts so warm im Eumel, weil die Sonne voll auf den Eumel geknallt hat. Also 3 Uhr in der Nacht. Ja. Okay, so, dann warten wir mal auf die Fähre. So, wie ihr seht, es wird langsam hektisch hier. Wie ich fälschlicherweise vorhin gesagt habe, da die Anzeige, nee, die ist nicht für die Fähre. Die wird für den Bus sein. So, und die Fähre fährt ganz normal ihre Uhrzeiten, wie sie auch im Fahrplan drin sind. Also sprich 11, 15 Uhr und um 19 Uhr. Und jetzt schaue ich mal um die Ecke, ob sie denn auch kommt. So, und wie ihr seht, seht ihr was? Sonne blendet ein bisschen. Da kommt sie. So, und jetzt sind wir gespannt, ob wir mit drauf kommen. Thank you.
So, und jetzt gehe ich mal zum Eumel zurück, dass wir auch drauf kommen. Wir suchen uns jetzt mal ein Plätzchen. Und wo möchtest du? Naja, die Sitzplätze werden gleich, denke ich mal, alle besetzt. Ich denke mal, die Sitzplätze werden gleich alle besetzt. Naja, ich habe jetzt gedacht, da. So, dann schauen wir mal. Sehr laut hier oben. So, und so wie es aussieht, war's das. So, wie ihr seht, wir fahren Boot. Eher gesagt Fähre. Es hat geklappt, wir sind draufgekommen. Elke sieht noch gut aus, nicht grün im Gesicht. Warte, Beweis. Bin noch nicht grün. Jo. Ich habe meinen Schatz endlich an Deck bekommen. Der wandelt hier ganz schön runter, ein Schatzi. Ja. Bis jetzt haben wir noch keine Wale gesehen. Höchstens zwei Schweinswale. Wo wir aber nicht einig sind. Ich habe die Flossen von zwei Schweinswalen gesehen und Elke hat neonfarbene Flossen gesehen. Aber Taucher waren es keine. Nee, und ich weiß nicht, was sie heute Morgen genommen hat. Ich habe kontrolliert, ich habe mein Zeug noch alles. So, wenn Wale, denke ich mir, ich eher auf der Seite. Aber ich sehe ihn nicht. Es bläst keiner. So, meinem Schatz geht's gut, oder? Ja. Nach außen besser wie drin. Ja, hier ist die Luft doch besser. Ja. Ja, schaltet euch wieder ein, wenn die Wale da sind. Da unten ist ein Hammerlager. Hörst du nicht? Ab und zu mal. Mört, mört, mört. Nein. Ja, meine Frau hat doch irgendwas genommen. Nur mal so fürs Protokoll. Wenn der Herbert dabei wäre, dann wüsste ich, wessen Alarmanlage das ist. Schönen Grüße an euch beiden.
So, Leute von Flake, da vorne habt ihr Andernes. Haben wir es gleich geschafft. Mal schauen, ob das Wetter morgen besser wird. Man sieht um uns herum nichts mehr, außer Dunkel und Regen. Also müssen wir gleich mal ein bisschen aufpassen mit dem Stellplatz, dass man nicht dahin stellt, wo wir heute Nacht dann absaugen oder morgen früh nicht mehr wegkommen. So. Die Sonne scheint immer noch. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Ich glaube 10 Uhr. Aber etwas verdeckt von den Wolken. Und ich weiß auch nicht, ob das Puschelmikrofon diesen Wind weghält. Nicht den Puschel. Was machst du damit? Ich weiß nicht. Das Puschel, ich muss ich anfassen, wa? Ja. Ich hab gedacht, der kommt ins Bild. So, schau mal jetzt, was macht der denn da? Gut, wir fahren noch. Halb ist offen. Gleich geht's runter. So, der Dicke links von uns muss vor uns raus, sonst wäre das nix. Jetzt geht's runter. Schranke hoch. So, und was macht der junge Mann jetzt? Noch gar nichts. Da. Jetzt kommen die Fußgänger. Ja. Ha, jetzt kommen wir hier. Willkommen auf den Lofoten. Ja. Vor den, das haben wir gerade schon beim Auffahren gedacht. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ja? Ja. Ja, ja. Kann sie ja fragen. Kommt der Ratzeburg, Rendsburg? Willst du mal fragen? Ja. Stech aus. Die sitzen da vorne. Wir sind gerade angekommen, den Platz, den ich rausgesucht hatte, ja, den haben sich irgendwie, ich glaube, 20 Camper stehen hier, oder? Mm. So zwischen den, da ist der Wal. Aber es hat sich gelohnt, weil von hier aus kann man Wale sehen, da vorne sind sie. Und wenn man Glück hat, sieht man auch Seeadler, die auf der Insel sind. Und jetzt gehen wir mal raus, da ist der Wal, da kommt er raus wieder. So, ich nehme euch mal mit. Also, ja, außerhalb der Saison
selbst der Campingplatz, auf dem ich ja gar nicht wollte, war voll. Ne? Also es ist Wahnsinn, wie viele Camper hier durch die Gegend fahren. Okay, aber wir lassen uns die Stimmung nicht versauen. Wir haben gerade Wahl gesehen und es ist super toll. Wir haben den vor uns gefragt, so packt man hier, ob es ihn stört, wenn wir uns vor ihm stellen. Nee, alles gut. Ja, okay. Also, so kann man noch alleine stehen, mit dem Zelt. Da kann man überall hin. Aber im Camper, Leute, ist echt Hölle geworden. Okay, ja, wir gehen jetzt Wale gucken. Da vorne kommt er wieder hoch. Wir gehen raus. Leute von Flake. Guten Morgen. Wir brechen heute zum ersten Mal nach, wie lang sind wir jetzt? Heute ist Samstag. Ja, eine Woche sind wir jetzt unterwegs und haben Snortkap und alles hinter uns. Und nach einer Woche kommt jetzt endlich die erste Wanderung. Wir machen erstmal klein, weil die Beine haben sich ja fast eine Woche nicht bewegt. Wir waren ja nur im Auto und ja, sonst nicht viel, ne? Nee. Und haben uns die Gegend hier angeschaut und alles. So, aber heute stehen wir jetzt auf den Lofoten in der Nähe von Andenes und
haben heute Nacht schon den ersten Seeadler gesehen, der sich vorm Eumel geputzt hat. Bild blende ich euch ein, ist nicht so doll, weil er war weiter weg, es war diesig. Ja, obwohl. Und nachts, es war nachts um eins. Ja. Waren jetzt die Lichtverhältnisse auch nicht so toll. Ja, obwohl es wird ja hier nicht dunkel. So, jetzt drehe ich euch mal um und dann zeige ich euch mal, wo wir hier stehen. So. Also, da steht der Eumel. Da hinten stehen noch andere. Also Geheimtipp ist dieser Spot nicht mehr. Aber wo ist heutzutage noch was ein Geheimtipp? Da unten in der Bucht stehen auch noch welche. Und da vorne ist noch ein kleiner Wanderparkplatz. Da standen heute Morgen auch noch ein oder zwei und Autos. So, und wir laufen jetzt mal hier lang und dann da rum. Und morgen haben wir uns vorgenommen, mal in das Naturschutzgebiet zu laufen. Gut, dann laufen wir mal los.